Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor, eine tolle Zeit, man trifft sich mit den engen Freunden, der Familie, genießt die ruhigen Tage, es wird viel gewerkelt, gebacken, dekoriert, jedoch werden die sportlichen Ziele und die Ziele, die man sich vielleicht dann auch fürs neue Jahr gesetzt hat, werden erstmal hinten angestellt, denn man will natürlich ja auch die Zeit genießen. Es gibt auch viel zu essen und wie du die Feiertage genießen kannst, aber trotzdem deine sportlichen Ziele nicht ganz aus den Augen verlierst, das klären wir im heutigen Video. Es gibt ein paar ganz einfache Tipps und Tricks, damit du möglichst gut durch die Feiertage kommst. Ja, und damit herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Online-Trainer-Lizenz. Jetzt ganz bald ist Weihnachten und wie schon im Intro angesprochen, damit du die Weihnachtsfeiertage ohne Reue genießen kannst, hier ein paar Tipps. Lasst uns direkt starten mit Tipp Nummer 1, Frühsport. Ja, der Frühsport, gerade was die Feiertage betrifft, eine wirklich sehr, sehr gute Methode, denn über den Tag hat man häufig ja echt viele Dinge zu organisieren, zu regeln. Man muss Essen vorbereiten, Geschenke verpacken und so weiter. Deswegen ist die Möglichkeit, morgens, früh am Morgen eine Sporteinheit zu machen, ein sehr guter Tipp, denn du verbrennst Kalorien, du bringst deinen Kreislauf in Schwung, du bringst deinen Stoffwechsel in Schwung und hast dann einfach für den Tag schon was getan. Ja, und was die Ernährung betrifft, nach der Morgensporteinheit, ein ausgewogenes Frühstück ohne zu viel Kalorien. Ja, schau, dass du ein bisschen Eiweiß zuführst, vielleicht ein bisschen Obst, Gemüse und dann bist du gut gewappnet für den kommenden bzw. für den restlichen Tag. Tipp Nummer 2, das ist so ein bisschen ein Tipp, der nicht für jeden funktioniert, denn es geht um das Tracken, dass du deine Kalorien quasi im Blick behältst. Ich persönlich habe das viele, viele Jahre gemacht. Das Schöne dabei ist, man bekommt ein Gefühl für das, was man isst und wie viel man denn circa isst. Denn am Ende ist das Kalorienkonto quasi so das, auf was es ankommt, wie viel Kalorien hast du zugeführt. Und wenn du das alles so ein bisschen mitschreibst, da gibt es auch ganz coole Apps, das Ganze so ein bisschen mittrackst, dann kannst du den Überblick gut behalten. Jedoch an der Stelle, die Feiertage sollten auch einfach zum Genießen da sein und es kann auch schnell mal sein, dass dieses Dokumentieren, dieses Tracken, Aufschreiben, ja, so ein bisschen den Genuss wegnimmt, weil man sich ständig damit beschäftigen muss. Also wenn das für dich Stress bedeutet, dann lass das lieber sein oder überschlag's vielleicht nur mal grob. Wenn du sagst, nö, das macht mir eigentlich gar nichts, dann ist es eine super Möglichkeit, um einfach die Kalorienmenge, die du zu dir nimmst, im Blick zu behalten. Der nächste Tipp, schau, dass du nicht völlig hungrig zu einer Einladung gehst. Also wenn jetzt abends bei euch ein Essen ansteht, ein Weihnachtsessen mit der Familie, dann schau, dass du da nicht komplett hungrig reingehst. Denn es gibt einmal den Hunger und es gibt den Appetit. Und der Hunger, ja, der ist nach ca. 20 Minuten, wenn du was gegessen hast, eigentlich schon wieder weg. Der Appetit, der bleibt meist, vor allem bei leckeren Sachen. Aber schau, dass du nicht komplett hungrig in so eine Einladung bzw. in so ein Essen gehst. Denn dann schlägst du nicht völlig unkontrolliert zu. Du hast schon so eine Grundsättigung vielleicht, die du mitbringst und kannst dann auch wirklich genießen, kannst vielleicht ein bisschen ruhiger essen, kannst ein bisschen mehr kauen und das Ganze in Ruhe genießen. Also schau, dass du, wie gesagt, so eine Kleinigkeit schon gegessen hast. Gerne auch proteinreich, eine proteinreiche Mahlzeit, zum Beispiel ja, ein Magerquark mit ein paar Früchten. Protein ist der Makronährstoff, der mit am besten sättigt und auch satt hält, vor allem im Magerquark das Casein. Aber was, jetzt fällt mir das gerade ein, was Casein und Whey-Protein und so, ja, die Eiweißarten betrifft, da haben wir schon ein Video gemacht, ich verlinke dir das schnell mal hier oben. Also, schau einfach, dass du nicht ganz hungrig zu seiner Einladung gehst. Der nächste Tipp ist, Prioritäten setzen bzw. realistische Ziele setzen. Über die Feiertage sollte es jetzt im besten Fall nicht dein Ziel sein, möglichst viel Fett zu verlieren und Körpergewicht zu verlieren. Man muss das auch dann wirklich realistisch sehen. Es ist ja nicht ein ganzer Monat Weihnachten, sondern es sind ein paar Tage. Wenn du auf Diät bist, dann setz diese Tage vielleicht aus und gönn dir einen Diet Break, also eine Pause der Diät. Geh vielleicht auf Erhaltungskalorien und sei dir auch hier aber bewusst, selbst wenn du ein bisschen im Kalorienüberschuss bist, du wirst nicht gleich Unmengen an Fett ansetzen, denn du brauchst für ein Kilo Fett, das du ansetzt, 7000 Kalorien Überschuss. Ja, also das, was du verbrennst, quasi da obendrauf nochmal 7000 Kalorien.
Die Waage, die Körperwaage, auch da realistisch bleiben, denn wenn die Waage 3 Kilo mehr anzeigt nach einem Abendessen mit der Familie, dann sei dir bewusst, das sind nicht 3 Kilo Fett im Normalfall, das schaffst du gar nicht, so viel Überschuss zu essen. Es ist Wasser, das du vielleicht eingelagert hast, es ist der Magen-Darm-Inhalt, also da auch wirklich entspannt bleiben. Ganze realistisch sehen, 7000 Kalorien Überschuss für 1 Kilo Fett, das setzt das Ganze immer so ein bisschen wieder in den richtigen Kontext und du kannst dann auch die Zahl auf der Waage etwas entspannter betrachten. Der nächste Tipp hat was mit Vorbereitung zu tun, beziehungsweise hat auch damit zu tun, dass du so die grundlegenden Regeln, die für eine gesunde Ernährung gelten, jetzt nicht komplett über Bord wirfst. Sprich, schau auch an den Feiertagen, dass du gerne mal ein bisschen Obst isst, dass du Gemüse isst, dass du vielleicht, bevor du dich an die Hauptmahlzeit, die viel Kalorien hat, machst, erstmal einen schönen großen gemischten Salat isst, dass einfach auch da schon ein gewisses Sättigungsgefühl einsetzen kann. Also wirf nicht alles über Bord, schau, dass du zu den Leckereien, die du natürlich auch essen darfst und die du dir auch gönnen darfst, dass du da trotzdem auch so ein paar gesunde Snacks mit einbaust und wie gesagt, das kann Obst sein, Beeren, Banane, Apfel, das kann Gemüse sein, eine Karotte, Paprika, ein großer gemischter Salat. Schau einfach, dass du da immer so ein bisschen was mit einbaust. Und da sind wir auch direkt beim letzten Punkt für dieses Video. Du darfst essen, du darfst dir was gönnen, also verbiete dir das nicht komplett. Ich kann auch da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe viele, viele Jahre diätet, habe mich immer wieder auf Fotoshootings, auf Fitnessmessen vorbereitet, auch auf Wettkämpfe. Und der totale Verzicht, der funktioniert vielleicht für einen gewissen Zeitraum. Du wirst dich aber in der Zeit wirklich nicht wohlfühlen. Du wirst auf vieles verzichten, freiwillig, aber im Endeffekt denkst du dir dann doch irgendwo, ach Mensch, das hätte ich jetzt doch gern mal gegessen und deine Laune sinkt, du wirst gestresster, du wirst vor allem dann auch immer mehr Lust auf das kriegen, was du dir verbietest. Das ist der Normalfall. Deswegen an so Feiertagen, gönn dir was. Das Maß ist hier entscheidend, also nicht in Massen, sondern in Maßen. Schau, dass du dir immer wieder so ein bisschen was gönnst, dass das kleine Portionen sind, dass du das auch wirklich genießt, ja, also ist das bewusst, genieße das, gönn dir das und schau aber dann, dass du auch wieder aufhörst und jetzt nicht den ganzen Tag nur die Plätzchen in dich reinfutterst. Also, nicht komplett verzichten, Heißhungerattacken erst gar nicht provozieren, gönn dir in einem guten Maße was, genieß die Feiertage, genieß die Zeit mit deinen Liebsten und ja, mach dir nicht zu viel Stress, versuch diese Tipps, die ich dir gegeben habe, vielleicht so ein bisschen umzusetzen. Beweg dich auch immer wieder so ein bisschen über den Tag, wenn es denn reinpasst. Und dann hab schöne Feiertage, genieß die Feiertage. Wir sehen uns dann vor Silvester auch hier nochmal. Also gerne darfst du hier auch den Kanal abonnieren. Mittwoch 17 Uhr kommt immer ein Video. Gerne auch die Glocke aktivieren, dann verpasst du dieses Video nicht. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gerne auch einen Daumen nach oben geben. Und gerne darfst du auch die Links in der Videobeschreibung noch abchecken, wenn du denn für das Neujahr zum Beispiel Vorsätze hast, im Bereich Fitness, Sport, Gesundheit allgemein dich fortzubilden oder dort Fuß zu fassen, dein Hobby zum Beruf zu machen. Wenn das auf deiner To-Do-Liste steht, dann schau doch gerne mal in die Videobeschreibung. Buch zum Beispiel das kostenfreie Schnupperpaket, schau dich um bei Online-Trainer-Lizenz, schau dir das Ganze mal an, wie das so aufgebaut ist, wie das funktioniert und entscheide dann für dich nochmal besser. So, schöne Weihnachten, Leute. Schön, dass ihr hier mit dabei seid und wir sehen uns dann nächste Woche, Mittwoch, 17 Uhr. Macht's es gut. Bis dahin. Ciao.